Sebastian, ich bin jetzt hier am Flughafen in Hamburg angekommen. Es ist echt wenig los, aber ich nehme euch trotzdem mit auf diese wunderbare Reise. Es geht nämlich das erste Mal jetzt nach Köln. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die ersten Dreharbeiten und auf das Kennenlernen meiner Tanzkinder. So, ich bin gerade durch die Sicherheitskontrolle und wurde nochmal darauf hingewiesen, natürlich niemand anderen zu filmen. Aber ich frage mich, wen soll ich hier anders filmen? Ich glaube, ich bin alleine hier. Total spooky. Aber egal, da müssen wir jetzt durch. Ich laufe jetzt mal entspannt zum Gate und schau mal, was ich da so Entspanntes machen kann, bis der Flieger nach Köln geht. Juhu! Mega eng und man hat kaum Platz für irgendwas. Und jetzt, ich glaube, ich habe gefühlt das ganze Flugzeug für mich alleine. Das ist echt so crazy. Wir sind in Köln gelandet. Das war so ein schlimmer Flug. Voll die Turbulenzen, mir ist voll schlecht. Aber egal, vergeht gleich wieder. So Leute, ich mache das ja gerade zum ersten Mal und ihr werdet nicht glauben, was mir passiert ist. Ich bin vor lauter Aufregung hier mit der Kamera beim Handgepäck rausgelaufen, aber habe meinen Koffer jetzt tatsächlich vergessen. Mal gucken, ob man mir weiterhelfen kann. So, jetzt hatte ich einen ganz, ganz netten Herrn, der mich jetzt wieder zurückbegleitet hat, damit ich jetzt meinen Koffer holen kann. Oh mein Gott, total verrückt. Ist mir noch nie passiert, aber es ist immer das erste Mal, was? Wir sind jetzt hier im Savoy angekommen. Wollen wir mal reingehen? Hey. Angekommen, endlich diese Maske abmachen. Oh, anstrengend, ey. Im Flughafen, im Flugzeug, im Shuttle, unten im Empfangsbereich im Hotel, immer diese Maske. Ist ja auch echt toll, aber man freut sich, wenn man die wieder abmachen kann. Jetzt bin ich endlich angekommen im Savoy in Köln. Ein sehr schönes Hotel, ein sehr spezielles Hotel. Ich finde es total cool und freue mich, dass ich das erste Mal jetzt hier sein darf. Und dann geht es morgen los mit den ganzen Vorbereitungen für Let's Dance Kids. Ich bin so gespannt. Und ja, was mich da so erwarten wird. Meine Kollegen, dann die Kinder natürlich und ja, alle anderen Vorbereitungen, die morgen starten. Schauen wir mal. Es geht los. Bis gleich. Tschüss. So, das war der liebe Realisator für den Dreh hier bei Let's Dance Kids. Und da wurde nämlich leider eine andere Tanzschule geschickt, aber das macht nichts. Hier kommen jetzt gleich die Kiddies an und lernen sich heute kennen. Und ich bin so gespannt, weil ich sie auch persönlich heute alle kennenlerne. Und ja, ihr dürft natürlich auch gespannt sein. Gleich kommen die Kinder an.
So, das erste Kind ist schon da, meine liebe, liebe Selma, die Profimaus, die Tanzmaus. Und ich glaube, Selma, du bist aufgeregt, oder? Ja. Ja, freust du dich? Ja. Ja? Denn sie wird heute ihren Partner kennenlernen. Wer wird es wohl sein? Die Spannung steigt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, Selma wird es gigantisch machen, wie immer. Und wir werden berichten. Ciao, ciao. Ich sitze jetzt hier im Shuttle, bin durch mit dem ersten Tag hier bei Let's Dance Kids, hatte das erste Training, das Kennenlernen der süßen Kinder und gerade noch ein paar Interviews gemacht, jetzt wie gesagt im Shuttle zum Hauptbahnhof und dann wieder nach Hause. Ich freue mich, ein bisschen Ruhe und dann geht's nächste Woche wieder weiter.